Ja, jetzt möchte ich das Wort und die Gelegenheit ergreifen. Ja, ich habe eine Geschichte für Sie vorbereitet, die ich jetzt hier verbreite. Eine Ziege und eine Schnecke müssen zum Finanzamt, ja. Nee, und als die Ziege vor der Tür des zuständigen Beamten ankommt, da kommt die Schnecke schon raus. Ja, und die Ziege staunt. Wieso warst denn du vor mir dran? Ja, sagt die Schnecke, hier muss man kriechen können und nicht meckern. Naja. Ja, danke sehr. Und jetzt ein Gedicht. Es kratzt die Katze mit Namen Atze, mit ihrer Tatze ein Loch in die Matratze. Da kommt Frauchen und sieht das Loch in der Matratze mit der Tatze von der Katze namens Atze. Jetzt hat sie der Katze einen Klaps gegeben auf die Tatze, die in der Matratze kratzte. Jetzt hat die Katze keine Tatze mehr, nein, sondern eine dicke Pfote. Das kommt davon, wenn man verstößt gegen die Gebote. Na ja. Na ja, danke sehr. Ah, Herr Sonntagsmax und Schautzer, nicht? Ja, mich wandelte die Lust an und ich lief durch dieses Rust, hätten Sie es gewusst, nicht? Nee, und ja, da sah ich einen Vater mit seinem Sohn. Ja, ja, das gibt's ja. Ja, und da trafen Sie einen vornehmen Herren. Ich? Nein, nicht Sie. Passen Sie ein bisschen auf. Nicht? Nein, die beiden. So, ja. Ja, und der Sohn grüßte den vornehmen Herren. Ne? Ach, der hat ihn gegrüßt? Ja, das hat den Vater auch gewundert. Sehen Sie mal an. Ne? Und der Vater fragt seinen Sohn, woher kennst du den? Ja, was hat der Sohn dann gesagt? Ach, Papi, das ist doch der Mann vom Umweltschutz. Ja. Wieso vom Umweltschutz? Ja, der kommt einmal die Woche bei uns vorbei und fragt Mutti, ob die Luft rein ist. Ne? Verdammt, Herr Andreas Neumann. Dankeschön. Er hatte vor 4 Jahren bei Immer wieder Sonntag seinen ersten Fernsehauftritt. Inzwischen ein gefragter Parodist. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ja, ne? Wiedersehen. Ja, danke auch.